Spaß am Lesen Verlag. Lesen für alle. Die Webseite ist einfachebücher.de. Zuhören und mitlesen. Wir lesen einen Ausschnitt aus dem Buch Gladiator, die Geschichte eines Kämpfers von Dee Phillips. Sie bekommen das Buch unter einfachebücher.de. Gladiator, die Geschichte eines Kämpfers. Wir warteten tief unter der Arena. Ich roch das Blut. Dann war ich an der Reihe. Markus sagte: Jetzt heißt es, töten oder getötet werden, Junge. Gladiator, die Geschichte eines Kämpfers. Es ist das Jahr 43 nach Christus. Die Römer greifen England an. Keltische Stämme, die in England leben, kämpfen gegen die Besetzung ihres Landes. Aber das römische Heer ist zu stark. Viele keltische Krieger sterben. Andere werden gefangen genommen. Manche werden nach Rom verschleppt. Dort werden sie Gladiator. Mein Schwert durchschlägt Fleisch und Knochen. Ich höre das Publikum jubeln. Ich rieche Blut. Jetzt heißt es, töten oder getötet werden. Töten oder getötet werden. Ich schrecke hoch. Ich zittere. Hier ist kein jubelndes Publikum. Hier ist kein Blut. Ich sehe Berge, Bäume und Gras. Ich bin fast zu Hause. Heute sehe ich meinen Stamm wieder. Ich denke an Markus und sage: Ich danke dir, mein treuer Freund. Das war ein Textauszug aus Gladiator, die Geschichte eines Kämpfers. Zu bestellen unter einfachebücher.de vom Spaß am Lesen Verlag.